שלום עליכם. Wir werden heute lernen eine Sicha von Rebbe, Likute Siches, Band 20. Hashem verspricht Avraham Avinu, ich werde deinen Namen groß machen und du wirst sein gesegnet. Und gibt ihm viel Brachot und soll erhoben ein großer Namen. Vagadla Shmecha, ich werde deinen Namen groß machen. Und stellt sich die Frage, wieso Avraham Avinu braucht einen großen Namen? Gut, Segen braucht jeder. Parnose, guter Lebensunterhalt, Reichtum, es ist gut. Aber berühmt zu sein, ein Prominent zu sein, Avraham Avinu braucht das? Avraham Avinu selbst sagt, ich bin Sand und Asche, ich bin gar nicht. Und stellt sich die Frage, auch Menschen, die kriegen eine Ehre von Regierung. Sagt er, es ist nicht ich, das ist die Ideal, ich danke Gott, ich danke dem Rebbe, ich danke der Bewegung. Sogar wenn Menachem Begin war beim Lubavitcher Rebbe, der Rebbe hat gesagt, danke, dass sie sind gekommen, zu geben Kavod zu die ganze Gruppe von Chassidismus. Und wir werden heute lernen eine kurze Sicha von Rebbe. Und möge Hashem mir gute und richtige und passende Wörter geben. Hashem sagt Avraham Avinu, Schacha harbe meod. Deine Belohnung, dein Honorar ist sehr groß. Weil Avraham Avinu hatte Angst, nachdem hat er verloren, seine Zechuyot, seine Verdienst durch den Sieg mit den Königen, sagte Hashem, Altira, fürchte nicht, hab keine Angst. Schacha arbe meod, deine Belohnung ist sehr groß. Avraham ist doch Gottes Liebhaber, er dient Gott von Ideal. So schreibt Maimonides. Avraham Avinu dient Gott, weil gut ist gut, weil es ist wert. Er dient nicht Gott, weil er hat Angst von Strafe und Schlägerei oder soll was Schlechtes passieren oder er sucht nicht auch dem Belohnung und Honorar. Also er, zum Beispiel jemand hat gefunden Beutel mit Geld und er gibt das zurück nicht, weil er sucht Lohnpfand oder hat Angst, dass die Polizei soll sein. Er gibt, weil das ist normal, das ist legitim, das ist die Welt. Wenn ein Mensch tut was Gutes, tut er netto von Liebe. Der Rebbe bringt in die Sicha eine Geschichte vom Zohar von Rabbi Abba. Rabbi Abba kam aus Babel und er hat geöffnet eine Yeshiva. Neue Yeshiva, wenig Bachurim, wenig Talmidim, wenig Schüler. Was macht er? Werbung, Reklame. Komm zu meiner Yeshiva. Jeder, der will zu meiner Yeshiva kommen, bekommt zwei Sachen. Ashirut, Varichut Yamim. Er bekommt Reichtum, viel Geld, Money, Money, Money und Arichut Yamim. Er wird lang, lang leben. Nun, alle sind gekommen und die haben gelernt. Nach einem Monat haben sie verstanden. Toivli, Toivli, Toiras Picho, Meyal Feizo, Vochesef. Es ist besser zu lernen, die heilige Teure. Mehr wie alle Gold und Silber. Aber ein Tag erzählt uns der Zohar, es ist gekommen Ravak Bishvivuta, ein Single. Und er kommt rein in die Yeshiva und sagt, Shalom, ich möchte mich melden zu dieser Yeshiva. Fragt dem Rabbi Abba, wie heißt du, what your name? Sagt er, Yossi. Gut, was willst du? Sagt er, reichst du. Nun, nach 3-4 Monaten kommt Yossi zu Rabbi Abba und er sagt, nun, wo ist der Reichtum? Du hast mich doch versprochen. Und er war sehr sauer, Rabbi Abba, enttäuscht von diesem Schüler. Er wollte beten, Gott soll er ihm abreißen von dieser Welt. Es kam eine Echo, eine Stimme Gottes, das heißt Bat Kol, das ist irgendeine Verbindung von Gott nach der Prophezeiung. Und er sagt, pass auf, er wird werden ein großer Mensch. Ein Tag kommt ein reicher Mann zu die Yeshiva und er sagt, Shalom Aleichem,
ich habe eine goldene Becher. Und ich möchte es geben, meine Talmid Chacham, der sitzt und lernt Torah. Und ich will ihm geben Unterstützung und er soll lernen Torah für mich. Und ich habe noch zu Hause solche 11. Aber soll er gut lernen. Und er hat ihm gegeben einen goldenen Becher. Nach einem Monat hat Yossi verstanden, dass Lernen für Geld hat keinen Sinn. Und er sagt, ich will nicht mehr lernen für Geld. Gib ihm seinen Becher zurück. Gib dieses Geld zu Bedürftigen. Und seitdem hat man ihn genannt Yossi ben Pazi. Yossi, der Sohn von dem Geld. Sagt der Rebbe etwas sehr interessant. Warum es ist, was ist relevant zu sagen, dass er war Single? Außerdem sagt Maimonides, du sollst nicht sagen, eine Baal Tshuva, Zechor Maasecho Arishoinim, gedenke deine Taten früher. Warum sagt man ihm das Ratzotun mit Geld? Und wo ist die Proportional, ihn zu bestrafen wegen Geld? Antwort kommt. Es war eine Taktika. Taktika bedeutet, geben dem Bonbon als Verführung, aber mit Hoffnung, dass ganz schnell soll dem anderen verstehen, dass das ist alles nur Äußerlichkeit. Die Ideal an sich ist das Lernen an sich, Gott dienen an sich. Alles ist, in dieser Welt ist nur Motivation und ein Weg, um Gott zu dienen. Das heißt, Geld zum Beispiel. Wenn du willst Geld für dich, es kann sein sehr egozentrisch und manchmal negativ. Aber wenn ein Mensch will Geld, weil er will schöne Synagoge, schöne Holz, schöne Esszimmer, soll kommen 20 Leute zu essen, schöne Teller für die Gäste, schöne Schabbesbecher, teure Tefillin, schöne Sukkah, schöne Schabbesküche, schöne Pesachküche. Lamalo, warum nicht? Und wenn die Gäste, wo sollen sie schlafen? Auf Matratzen, auf dem Boden? Geld ist eine gute Sache, wenn es dient, positive Sachen. Aber noch mehr, sagt der Rebbe, wenn kommt zu dir ein armer Mensch, ein Penner, ein Schnorrer, ein Bettler, und er redet mit dir über Gott, über Chassidu, du sagst, ach, wer ist er? Schlimassel, er ist selbst unglücklich. Auch das, was er sagt, hat bestimmt keinen Sinn. So wie König Schlomo sagt, Chochmata misken bezuya. Die Weisheit von der Elende, von der Bedrückten ist umachter. Ve'o'aveh ashir rabim. Oh, die lieben der Reicher, sie denken, oh, wenn er hat Geld, er ist bestimmt klug und intelligent. Sagt der Rebbe, Avraham Avinu hat verstanden, wenn er wird sein, ein ehrenvoller Mensch, berühmter und reich, die Menschen werden annehmen, Wörter Gottes mehr intensiv. Ich gebe ein Beispiel. Das sagt nicht der Rebbe in dem Sicha, das ist meine Meinung. Guck mal die Lubavitcher Rebbe selbst. Er hat gelernt Sprachen, er hat gelernt akademische Wissenschaft. Warum? Weil er wusste, wir leben in einer Welt, wo Menschen wollen auch sehen, wie bist du relativ erfolgreich und integriert und bodenständig auch mit dieser Welt. Und wenn kommt zu dir ein Mensch, der kann so viel Sprache, die Kenntnisse von seiner Tora weißt du nicht und du kannst damit nicht messen. Aber wir leben in einer Welt, wo Menschen wollen messen, das, was bei denen wichtig ist. Und wenn bei denen Erfolg bedeutet Reichtum und prominent zu sein, sagt Avraham Avinu, aha, das will ich, das benötige ich zu haben. Bleib alle gesund und stark. Hier in die Synagoge sehen Sie, ich bin hier in einer Synagoge, wo ein reicher Mann hat gespendet. Das ist nur ein Zimmer in die Synagoge von meiner Heimstadt in Kriyat Malachi. Und dieser schöne Saal hat gespendet ein reicher Mann und mit Klimaanlage, schöne Sache, schöne Holz, super. Und er ist berühmt und wenn er sagt etwas, man nennt ihn seriös und das will auch Avraham Avinu. Shkoyach.